Es war die erste Slalomveranstaltung nach der großen Corona-Unterbrechung in Berlin-Brandenburg. Gleich 7 Slaloms und 1 Training sollten an diesem Wochenende stattfinden. Erstmals machten 4 Vereine gemeinsame Sache. VCB und Scuderia Avus bei den Clubslaloms und MSC Großdöllen und Polizeisportverein Berlin bei den Rennslaloms hatten sich verbündet. Nach langer Zeit war der Veranstaltungsort der Flughafen Neu-Hardenberg, ca. 60 Kilometer östlich von Berlin. Der Bericht fängt mit dem 82. VCB Automobilslalom an. Nur 31 Starter haben den Weg nach Neu-Hardenberg gefunden. Ralf Kummer auf BMW 316i belegte in der Klasse 2a den 5. Platz. Sieger wurde Christian Schäffer auf ungewohntem Dacia Logan. Die Plätze 2 und 3 gingen an die Familie Diesner, Thomas vor Yvonne. Die Streckenverhältnisse waren wegen Nässe zeitweise schwierig. Aber Marc-Alexander Wagner legte mit 51,91 einen soliden Grundstein. Der clubeigene Slalom-Polo des VCB wurde gleich von 3 Mitgliedern gescheucht. Frank Lüdiger im Ford Puma, drittbeste Zeit, Lauf 1. René Schölke hier, Andreas Reimann und Andreas Hank bewegten den gelben Polo. Dieser Fahrfehler brachte Christian Stropp 12 Strafsekunden ein. Und Bestzeit im zweiten Umlauf für Marc-Alexander Wagner. Frank Lüdiger konnte auch im zweiten Lauf fehlerfrei zu Platz 3 fahren. Gleiches konnte man nicht bei Tommy Rohrschneider sagen. Eine Pylone kostete ihn den Klassensieg. Reimann, Schölke, Hank lautet die Reihenfolge in eigenen Polo-Contest. 7 Starter auch in der Klasse 2C. Olaf Franke nur 5. im ersten Durchgang. Dahinter Jasmina Hedelt, die sich bei Feuchtigkeit erstmal rantasten musste. Maximilian Großegesser ließ den Mini fliegen, die erste Zeit unter 50 Sekunden. Thomas Gruno auf Platz 3. Lukas Franke zügig, aber mit Pylone nur auf Platz 6. Jasmina Hedelt verbesserte sich im zweiten Umlauf nochmal deutlich, Platz 5. Olaf Franke brachten die 51,85 auf den zweiten Platz. Maximilian Großegesse legte im zweiten Lauf noch etwas drauf, sogar unter 49 Sekunden. Tom Gruno verteidigt seinen 3. Platz vor Lukas Franke, der seine Strafsekunden nicht ausgleichen kann. Die Klasse 3a hat nur 2 Starter im gleichen Auto, einem Citroën AX Sport. Michael Naumann startet als 601 und Christian Redomski mit der 604. Beide haben mit den türkischen Verhältnissen zu kämpfen. Dieses Tor auslassen bringt Michael Naumann 30 Sekunden Strafzeit ein, Christian Redomski damit locker auf Platz 1. Auch die Klasse 3b bringt es nur auf 2 Starter. Michael Rimbau im BMW E36 und Daniel Hutzki im VW Golf 19e. Wie die Klasse 3a konnten auch hier wegen der feuchten Strecke keine Bestzeiten erzielt werden. Es ging mehr darum, nicht rauszufliegen. Und dabei hatte Daniel Hutzki die Nase vorn. Jetzt kommen noch die Youngster. Das sind 2 Klassen, altersabhängig, die auf 2 gleichen Fahrzeugen abwechselnd fahren. Die beiden Fahrzeuge werden vom ADAC Brandenburg gestellt und von der Firma Hardspeed betreut und an die Strecke gebracht. Max Karau ist zwar der Schnellste, aber ein Pylonenhamsterer. Insgesamt 4 Stück, damit 12 Sekunden. Trotzdem reicht es zu Platz 2. Timon Dohnke, auch Ex-Kartslalomfahrer, bringt das Ganze ohne Pylonen auf Platz 1. Gia Josephine Heiden fuhr ebenfalls Kartslalom. Das ist ein gern gegangener Weg in den Automobilsport.
Von 16 bis 23 geht das Alter und die Jüngeren brauchen keinen Führerschein. Man schreibt sich in den ADAC Youngster Cup ein, ist versichert, bekommt Training, Unterweisung und eine DMSB-Lizenz für relativ kleines Geld, mal grob zusammengefasst. Die Teilnehmer der Klasse Youngster 2 fahren meist schon ein paar Jahre im Cup. Kate Zimmermann hat 2019 zum Beispiel den Cup bereits gewonnen. Alle Sieger und Sonderpreise auf einen Blick. Hier noch ein Gruppenbild der Youngster mit dem Referenten für Jugendsport Lutz Wagner. Weiter geht es nach dem Mittag, nur ein paar Meter weiter, zum Rennslalom des MSC Großdöllen. Vormittags fand bereits der 148. PSV-Rennslalom statt. Jetzt sind die Bedingungen deutlich besser, der Regen ist vorbei. Auch im Rennslalom mit ungewohntem Auto dabei, Christian Schäffer im Subaru BRZ. Ganze 17 Teilnehmer starteten beim MSC Großdöllen. Die meisten waren schon beim Clubslalom dabei, wie hier Yvonne Diesner. Thomas Diesner bewegt das neue Familienauto Renault Clio RS auf Platz 2. Christian Schäffer ist auch in diesem Auto nicht zu schlagen. Für Yvonne Diesner blieb damit leider nur der dritte Rang. Autowechsel auch bei Timon Dohnke, im Clubslalom den Twingo, jetzt einen Mazda MX-5. Den teilt er sich mit den anderen Startern in der G5, Nadine Schlegel und Dennis Nowacek, alle für den MSC Großdöllen startend. Nachdem Timon bereits vormittags die Klasse gewinnen konnte, macht er einfach so weiter. Nadine wurde Dritte und Dennis belegte Rang 2. Die Autos fuhren übrigens nicht direkt hintereinander, sondern waren mit der G1 gemischt gefahren. Es wird jetzt nur klassenweise gezeigt. Die zusammengelegte F9, F10 war mit 4 Startern die größte Klasse. Marc-Alexander Wagner fuhr in F10 die schnellste Zeit trotz einer Pylone. Thomas Walsdorf für die PRS startend hält dann noch einen sehr respektvollen Abstand. Dennis Richter aus Selo im Ford Focus war im ersten Lauf fast eine Sekunde schneller als Thomas. Altmeister Klaus Hens im Golf G40 zeigte den Jungspunden, wie das geht, obwohl in der kleineren Klasse F9 startend Platz 1. Der zweite Umlauf gestaltete sich ähnlich. Wagner schneller als Walsdorf und Richter. Dustin Richter leistet sich einen groben Schnitzer, der ihn 15 Strafsekunden kostete und der ihn auf Platz 4 zurückwarf. Klaus Hens schaukelte dann seinen Sieg in der gemeinsamen Klasse nach Hause. Zwei Minis waren die einzigen Teilnehmer in der Klasse F11. Maximilian Große-Gesse lag die Strecke besonders und er entschied das Duell deutlich für sich. Daniel Grötsch ist irgendwie unter dem Radar gefahren und dem Kameramann völlig entgangen. Sorry. Michael Naumann hatte den Rennslalom am Vormittag gewonnen. Daniel Hutzki war jetzt allerdings 55 Hundertstel im ersten Umlauf schneller. Christian Radomski brannte nach der unnötigen Niederlage am Vormittag auf Revanche und brachte die erste Zeit unter 49 Sekunden nach Hause. Michael Naumann war da weit von entfernt. Auch für Daniel Hutzki gab es heute nichts zu holen. Christian Radomski legte auch im zweiten Lauf noch etwas zu, beide Laufzeiten jeweils unter 49 Sekunden. Auch die Klasse H15 war nur mit 2 Startern gefüllt. Hier ging es aber gleich um die Gesamtbestzeit. Martin Skizipitz legte gleich mit 48,08 vor. Felix Butzisch musste sich mit 800stel Rückstand hinten anstellen.
Im zweiten Umlauf legte Skrzypitz noch einmal nach, 47,05 die Tagesbestzeit. Butzisch konnte zwar ebenfalls unter 48 Sekunden bleiben, aber das reichte nicht zum Sieg. Gerade mal 64 Hundertstel trennten die beiden am Ende. Schade, dass dieses Slalom-Event von so wenigen Fahrern besucht wurde. Es hätte sich gelohnt. Neu-Hardenberg wird bestimmt noch einmal kommen.